Ja, vielen Dank, Herr Schärfer. Bei mir ist Dietmar Bartsch von den Linken. Herr Bartsch, Petra Pau hat ein sehr gutes Ergebnis bekommen, 489 Stimmen, genauso viel wie Herr Kubicki. War das damals richtig, dass Sie gesagt haben, Herr Biskey ist der falsche Kandidat und Frau Pau soll es machen? Also wir haben niemals gesagt, dass Herr Biskey der falsche Kandidat wäre. Lothar Biskey war ein hervorragender Kandidat und es bleibt dabei, dass das auch nicht vergleichbar ist mit heute. Das war eine Unverschämtheit, ihn nicht zu wählen, so einen honorigen Politiker. Und das ziehe ich überhaupt keine Parallele zu heute. Über Petra Paus Ergebnis freue ich mich sehr. Sie hat als Vizepräsidentin offensichtlich einen so guten Job gemacht, dass sie hier so überzeugend gewählt worden ist. Aber trotzdem kommen wir nochmal darauf. Also wenn man sagt, jede Fraktion soll einen Vizepräsidenten stellen, warum ist das dann nicht vergleichbar mit damals? Ja, weil der Kandidat, der für die AfD hier aufgestellt worden ist, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Wer sich so weit da entfernt und Grundelemente negiert, der kann nicht ein repräsentatives Mandat ausfüllen. Das war bei Lothar Biskey anders. Ihm wurde ja erstens im Vorfeld gar nichts unterstellt. Wir haben deutlich gemacht, wir können Herrn Glaser nicht wählen. Und dann ist sozusagen an der Wahlurne entschieden worden. Das ist eine andere Situation als die heute. Und Sie haben völlig recht, dabei bleibt es auch. Jede Fraktion hat einen Anspruch auf einen Vizepräsidenten, auch die AfD. Aber dann bitte auch einen honorigen Kandidaten oder eine Kandidatin. Auch mal was, wo der Frauenanteil doch geringer ist jetzt im Bundestag. Herr Bartsch, was hat sich denn jetzt geändert, jetzt in diesem 19. Bundestag, gerade durch den Einzug der AfD? Wie empfinden Sie das heute? Naja, heute ging es ja im Wesentlichen noch diszipliniert zu. Es gab eine Entgleisung, der Vergleich von Göring und Clara Zetkin mit der heutigen Situation, das war unterstes Niveau. Ich hoffe, dass das ein Ausrutscher war und dass das nicht hier permanent wird. Ansonsten war es diszipliniert. Wir haben das Ergebnis, was die Menschen gewählt haben, zu respektieren und haben damit umzugehen. Das werden wir machen. Und für meine Fraktion gilt eins. Wir werden keinesfalls die AfD in den Fokus nehmen, sondern eine Regierung, wenn sie dann einen Koalitionsvertrag hat. Das ist unsere Aufgabe, die soziale Opposition im Deutschen Bundestag zu sein. Ich will nicht, dass die in eine Märtyrerrolle fallen und ich will auch nicht, dass diese knapp 13% hier überbewertet werden. Ist das denn dann ein Problem, weil Sie sagen, es geht vor allen Dingen, Sie müssen Opposition zur Regierung sein, dann kann es ja schon öfter mal vorkommen, dass Sie dann gemeinsam mit der SPD und der AfD stimmen oder ist das ein Problem für Sie dann? Wenn die AfD so abstimmt wie wir, dann stimmt sie halt so ab. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Wir werden keinen Anträgen dieser Partei zustimmen und mit ihnen auch nichts gemeinsam machen. Aber wie Abstimmungsergebnisse sind, da kann ich mich nicht nach der AfD richten, sondern da richte ich mich nach politischen Inhalten. Denn wenn die AfD sagt, die Sonne geht morgens auf, dann werde ich nicht mit Nein stimmen. Vielen Dank, Herr Bartsch. Also es hat sich einiges geändert, aber man muss eben gucken, dass man auf die Inhalte achtet. So ist okay. Es. Vielen Dank, das war Dietmar Bartsch und jetzt macht Erhard weiter.